Hallo liebe BissClip-Zuschauer, mein Name ist Kevin Weiss vom Team Black Cat und ich möchte euch heute in diesem Video zusätzlich zu meinem Artikel in der aktuellen November-Ausgabe der Route und Rolle das Dead Float-System näher vorstellen. Im Frühjahr diesen Jahres haben wir aus einer Idee heraus begonnen, mit den Systemen für tote Köderfische zu experimentieren. Das ganze Team war involviert und wir haben viel Energie und viel Gedankengut eingebracht, um das System bis zur Markteinführung zu perfektionieren. Bevor wir das System Schritt für Schritt nachbauen, möchte ich euch alle einzelnen Komponenten, die wir für den Bau dieses Systems benötigen, vorstellen. Hier sehen wir auf einen Blick alle Utensilien, die wir zum Bau des Dead Float Systems benötigen. Wir benötigen einen Einzelhaken der Größe C0, einen Drilling der Größe 2 bis 3,0, je nach Ködergröße, eine Dead Float Pose, auch je nach Ködergröße, in meinem Fall habe ich jetzt hier eine 20 Gramm U-Pose. Dem Ganzen schalte ich gerne nochmal eine 10 Gramm Flügel-U-Pose davor, um die Druckwellen zu verstärken. Den Einzelhaken und den Drilling binde ich mit einem Geflecht, damit der Köderfisch sich in der Strömung frei bewegen kann. Die Verbindung vom Einzelhaken bis hin zum Wirbel besteht aus einem 68 Kilogramm tragenden monophilen Vorfach, was gewährleistet, dass die Montage sich in der Strömung nicht verwickelt. Komplettiert wird das Ganze durch einen Kugellagerwirbel, was das freie Drehen der Montage gewährleistet. Und jetzt zeige ich euch, wie man die Montage in einzelnen Schritten baut. Als erstes benötigen wir ein ca. 50 cm langes Stück geflochtenes Vorfachmaterial mit einer Tragkraft von 100 kg. Dieses Stück geflochtenes Vorfachmaterial binde ich mit Hilfe von einem No-Knot an den Drilling. Dazu gehe ich durch das Öhr und mache 6 bis 7 Wicklungen. Und gehe abschließend wieder rückwärts durch das Öhr des Drillings zurück. Danach fädle ich mir 2 Silikonstopper auf das Geflecht auf, die anschließend dazu dienen, den Dead Float entsprechend mit dem Abstand zum Drilling einzustellen. Nun fädle ich den Dead Float in 20 Gramm auf das geflochtene Vorfachmaterial auf. Und binde abschließend eine große Schlaufe. Das war der erste Teil des Dead Float Systems. Die Länge des Systems sollte von Drilling bis Ende der Schlaufe ca. 25 cm betragen, um entsprechend auf die Ködergröße eingehen zu können. Nun schlaufe ich den großen Einzelhaken in die Schlaufe des Geflechts ein und erhalte dadurch schon eine sichere Verbindung. Nun benötigen wir ca. 2 Meter monophiles Vorfachmaterial. Dazu nehme ich einfach die Spannweite meiner Arme, um das System entsprechend abzulenken. Der Führungshaken wird ebenfalls mit einem No-Knot mit dem monophilen Vorfach verbunden. Dazu gehe ich wieder durch die Öse des Einzelhakens und mache 7 bis 8 Wicklungen. Abschließend gehe ich von hinten nach vorne durch die Öse des Einzelhakens. Darauf ist zu achten, dass das monophile Vorfach nicht geknickt wird, weil es dadurch an Tragkraft verliert. Nun habe ich eine super Verbindung zwischen einem geflochtenen Vorfachmaterial und einem steifen monophilen Vorfach hergestellt. Abschließend sichere ich den Knoten mit einem Stück Schlauch. Damit der Gummi leichter über das Öhr und das dicke Monophile drüber rutscht, befeuchte ich das Ganze ein wenig. Das überstehende Ende des monophilen Vorfachs kürze ich bis auf wenige Millimeter. Der erste Teil ist fertig. Die Dead Float Pose dient dazu, den Köderfisch in einer aufrechten Schwimmposition im Fluss zu präsentieren. Um dem Ganzen noch mehr Auftrieb und Druckwellen zu verleihen, schalte ich der ganzen Montage gerne noch eine Flügel-U-Pose vor. Dazu fädel ich ein kleines Stückchen Silikonschlauch auf mein monophiles Vorfach bis ca. 15 cm vor den Einzelhaken und geht dann von hinten nach vorne durch den Silikonschlauch. Durch einen kurzen Ruck überschlägt sich der Gummi und dient uns somit als Stopper. Ein ganz wichtiges Utensil ist eine kleine Plastikperle, die zwischen die U-Pose und den Gummischlauch kommt, weil nur so ist gewährleistet, dass ich die Flügel-U-Pose in der Strömung richtig drehen kann, ohne dass sich unser Vorfach verwickelt. Danach folgt die Flügel-U-Pose. Und zum Schluss kommt wieder ein kleiner Silikonstopper. Auch hier gehe ich wieder rückwärts durch den Silikonstopper, sodass er sich kurz überschlägt und meine U-Pose sicher vor dem Einzelhaken fixiert ist. Der Wirbel wird abschließend mit einem flämischen Auge am monophilen Vorfach angebunden. Das flämische Auge ist ganz wichtig, dass das Vorfach nicht knickt und somit an Tragkraft verliert. Als erstes fädel ich das monophile Vorfach einmal durch den Wirbel, überschlage das Ganze zweimal, ziehe die Schlaufe zusammen und gehe mit dem kurzen Ende wieder durch das Öhr des Wirbels. Nun gleitet der Wirbel in dem sogenannten flämischen Auge. Abschließend wird ein Achterknoten gebunden. Und fertig ist unser Vorfach. In meinem Fall beträgt der Abstand von der Flügel-U-Pose bis hin zum Führungshaken ca. 20 cm. Der Abstand ist aber variabel einstellbar und kann bis kurz vor den Einzelhaken minimiert werden, was in der Praxis auch viele Fische gebracht hat. Wie man den Köderfisch am Dead Float System montiert, zeige ich euch jetzt. Als erstes wird der Drilling hinter der Rückenflosse in die Haut des Köders eingestochen. Danach positioniere ich die Dead Float auf dem Rücken des Köders, richte das Ganze aus, so dass der Köder schlussendlich waagerecht im Wasser schwimmt und steche die Klammern in die Flanke des Köders ein. Hilfreich ist es dabei, zuerst die Schuppen des Köderfischs etwas zu entfernen. Nun sitzt der Dead Float gerade auf dem Köderfisch. Abschließend wickele ich das geflochtene Vorfachmaterial um den Einzelhaken, um die entsprechende Länge auf den Köderfisch einzustellen. Wichtig dabei ist, den Einzelhaken von oben nach unten durch das Maul des Köders einzustechen. Hier seht ihr nochmal das fertige System mit dem montierten Köderfisch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und viel Erfolg am Wasser. Ciao, euer Kevin.